Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Alpha 21, die Experimental. Ja, wir haben einen kleinen Stützpunkt gefunden. Ist eigentlich auch nur Notbehelf, aber hey, was soll's. Ich habe erstmal überhaupt irgendwie ein flaches Dach, was ich nutzen kann. Das da drüben wäre tatsächlich ein Ticken besser gewesen, weil das ist halt nicht umzäunt. Vielleicht baue ich mir ja auch noch eine Konstruktion darüber. Das wäre es auch noch. Dann kann ich zwischen den Häusern wechseln. Aber erstmal, wie ihr seht, ich habe einen Kochtopf. Ich kann mir was zu essen machen, was zu trinken machen und komme hier über die Runden. Da habe ich zwei Kisten, also was zu essen und auch schon ein paar Hilfsmittel, um mich zu regenerieren. Aber ich habe halt einfach noch nicht genügend Rezepte, um auch Dinge bauen zu können. So, jetzt wollen wir die mal ärgern. Wir müssen ja hier ein bisschen an den Punkt kommen. Wir müssen Zombies killen. Na, zu schnell. Komm einfach rüber. Ich krieg dich schon. Hey, stehen geblieben. So. Die Pfeile, die sind mir jetzt in dem Sinne erstmal egal, weil ich finde genug. Naja, finden wir wahrscheinlich auch genug Eisenpfeile. Das sollte nicht das Problem sein. Wir haben ein paar Punkte ausgegeben. Tatsächlich habe ich erstmal keinen Punkt weiter zur Verfügung. Wie man sieht, das Skillsystem ist ein bisschen anders. Zum Beispiel haben wir halt hier Spalten, sage ich mal, für entsprechende Fähigkeiten. Und eine Neuerung ist, dass man zum Beispiel, wenn man hier 5 Bücher findet, kann man am Ende eine Steinaxt und eine Schaufel auf Stufe 3 bauen. Man hat dann aber auch die Möglichkeit, das ist neu, das kann ich euch dann später vielleicht nochmal zeigen, auch die Möglichkeit, statt einer Stufe 3 auch nur eine Stufe 2 Waffe oder Werkzeug zu bauen. Wenn man vielleicht nicht gerade die passenden Ressourcen hat, man aber sagt, ich brauche das jetzt gerade unbedingt, hat man halt die Wahl zu sagen, nee, ich baue nicht 3, sondern Stufe 2. Das finde ich tatsächlich ist eine ganz hilfreiche Funktion, Neuerung, die sie eingebaut haben, finde ich gut. Boah, 2 Hühner hier, ey, ihr wollt mich doch ärgern, wollt ihr mich? Die kommen auch noch in meinen Kochtopf. Munition habe ich. Selbstgebautes Maschinengewehr lohnt auch schon. Also wenn es ganz hart auf hart kommt, kann ich mich verteidigen. Aber wir müssen hier auf jeden Fall da noch rüber, weil das ist unsere nächste Quest. Und was ich machen kann, ist die Kiste hier zu löschen. Wenn das die ist, die ist. Die kann ich entfernen. Genau. Das wird unsere nächste Quest, Stufe 1, abholen. Warum ich die Quests mache, das hat am Ende den Grund, ich kriege natürlich nach jeder Runde eine Questbelohnung, weil looten muss ich ja so oder so. Klar, der gibt mir das in dem Sinne vor, aber looten muss ich so oder so. Ich kann ein bisschen Erfahrungspunkte machen. Und am Ende der Questreihe 1 kriege ich halt in der Regel eine Belohnung, die da aussieht, zum Beispiel eine Fahrradbox, dass ich mir ein Fahrrad herstellen kann. Und das ist tatsächlich nicht so verkehrt bei der Größe der Stadt. Finde ich es gut, wenn ich mich hier einen Ticken schneller bewegen kann, als dieses ewige Hin- und Hergerenne. Ich habe zwar jetzt einen Platz in der Mitte ausgesucht, aber wie ihr seht, bis zum Trailer ist doch immer ein ganz gutes Stück hin. Also ist nicht so ganz optimal, aber gut, was ist schon optimal? Das war ja einfach. So viel zu holen gab es ja tatsächlich hier nicht so. Wirklich. So gar nicht so. Aber gut, ist auch nicht schlimm. Da muss man aufpassen. Die Dinger knallen einen gerne mal irgendwie ein gebrochenes Bein. Das wäre ziemlich uncool. Was diese Dinger hier immer so
Ich weiß nicht, ob das so eine Schutzhütte sein soll. Das Haus wäre eigentlich auch nicht verkehrt, wenn ich das mal so sagen darf. Cool, zwei Türen. Das Haus voller Türen. Ah! Gottes Willen! Sag mal. Sich von hinten hier anschleichen. Das war ja wohl oberfies hier. Oh, coolen Fernseher mal an. Mal was ganz Neues. Und Bücher. Bücher sind immer gut. Ja. Kann man noch mal... Oh, guck mal, eine Küche. Das Haus ist gar nicht so verkehrt. Voll die guten Sachen. Jetzt finde ich einen Kochtopf. Gleich zwei. Na gut, liegt wahrscheinlich daran, weil ich den Loot hochgestellt habe, aber warum nicht? So, wir wollen zu unserem Questhaus. Du scheinst das hier wohl zu sein. Ah ja, die Baustelle war das. Ich erinnere mich. Ups. Was ist das hier los? Schreitante? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wow, die sieht ja übel aus. Hoffen wir mal, die hat keinen geholt. Hab wohl Glück gehabt. Das war knapp. So, die können wir auch noch mal mitnehmen. Noch Reifen. Und ich bin schon überladen und ich habe noch nicht mal das Questhaus betreten. Ist das nicht toll? Vielleicht lohnt sich direkt eigentlich der Gang wieder zurück. Garage First Construction. Ich glaube, das ist das Gebäude. Reparatur, okay. Schrotflinten, perfekt. Zerlegen, zerlegen. So, das hat doch schon mal was gebracht. Zu essen wäre doch auch mal ganz cool. Jawohl, perfekt. Hoffen wir, dass wir das nachher auch haben. Das war ja fies. Voll die Schreitante hinter dem Ding, ey. Ja, natürlich ist das verschlossen. Aha. Noch irgendwo einer? Dürfte eigentlich nicht. Es kann natürlich sein, dass oben noch einer ist, aber ist jetzt nicht das krasseste Gebäude, aber mein Gott. Bringt halt ein bisschen Rohstoffe und so ein Zeug halt. So, ich meine, hier oben war noch eine Munitionskiste versteckt. Meinte ich, haben sie wohl nicht mehr gemacht. Naja, gut, nicht schlimm. Robotikwaffen, okay. Plaste, na gut. Dann würde ich sagen, wir können ja noch ein bisschen hier abbauen. Brauchen ja Rohstoffe. Das spule ich jetzt mal vor. Genug. Auf geht's. Quest wird gestartet. Ich glaube, das müsste Zement sein. Nehmen wir mit, ne? Brauchen ja mal eine geile Base. Ich muss mich beeilen. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Motor, ist klar.
Nur für den Fall, dass sie wieder eine Screamer-Tante rumliegt. Puh, das war ja mal ein Wurf. Aber guck dir das an, du. Im Haus eine Screamer-Tante. Mann, Mann, Mann. Jetzt laufen die einem hier schon am helllichen Tag über den Weg. So weit ist es schon gekommen. Das war nichts zu essen. Aber hier vielleicht. Bitte, bitte. Juhu. Jawohl. Das benutzen wir und dann kann ich es verkaufen. Klasse. Da ist nichts drin. Dann gehen wir mal weiter. Aber jetzt kann ich das Auto looten. Boah. Aber das Zeug lassen wir mal noch drin. Das holen wir uns ab, wenn wir hier fertig sind. So. Nummer 1. Und Nummer 2. Und ich glaube, da hinten ist noch eine Nummer 3. Nee, doch nicht. Das war ja einfach. Na, jetzt kann ich aber Handwerksdinger hier lesen, machen, tun. Ey, meine Güte. So, Zement. Braucht man ja. Dann hätten wir es wohl. Jetzt können wir uns hier noch fallen lassen. Ach, guck. Die habe ich vorher tatsächlich auch nicht bedacht. Und ich bin überladen, weil es nicht gut ist. Ich überladen, sowas anzutun. Aber hey, wir sind ja Profis. Vor allem war hier der geile Stuff unten. Ist ja voll ärgerlich. Ist mir doch glatt entgangen. Aber egal, man kann hier alles haben. Brustpanzergedöns. Gottes Willen hier. Komm, Kaffee, weg damit. Zu trinken kann ich nehmen. Krieche ich gleich mal wieder nach Hause. Und noch mal Zeugs. Bin ja noch nicht genug überladen. Und im Auto liegt auch noch was. Man hat's ja. Ach guck, hier kann man auch raus. Okay, gleich bin ich mal wieder komplett überladen. Ach ja, und Hunger habe ich auch. So, Stahl nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen, ab nach Hause. Oh, nee, nee, drin bleiben. Ich habe ja noch was vergessen. Die Vorräte mitzunehmen. Wo muss ich denn hin? Nach unten, nach oben? Hier unten. Wo sind die denn? Hä? Drunter? Nee. Ah. Da. Haha, ich bin zu voll und kann das nicht nehmen. Ja, komm, hier weg. Jetzt kann ich zum Händler. Gerade noch mal gut gegangen. Aber erstmal muss ich mein Zeug loswerden. Und ich sollte einen Schlafsack bauen. Dann sehe ich nämlich auch, wo ich hin muss. So ganz nebenbei. Boah, kriech. Boah, Gottes Willen. So, Und dann kommt das noch da hinzu und das da.
Da können wir auch mal nochmal lassen. Und das verkaufen wir und das da. Und das packen wir dahin. Ja. Würde ich sagen, ist doch erfolgreich. Ab zum Trailer. Schneller, schneller, lauf! Meine Güte. Da musst du aber hier echt noch was machen. So, Molotovs oder Munition oder 500 Schießpulver. Boah. Ich nehme das Schießpulver. Beseitige Zombies. Ja, keine Ahnung, ob ich da schon mal war, aber... Verkaufen, 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 verkaufen. Boah. Ein paar Tokens habe ich wohl. Hast du irgendwas Cooles? Wo ist denn hier der geheime Stuff? Das haben sie auf jeden Fall dann auch nicht mehr. Das heißt, es gibt nicht mehr nur für mich hier so geheimen Stuff, den es für alle anderen nicht gibt. Schade. Auch die Rezepte sind ziemlich teuer. Also, wow. Die wollen echt unterbinden. Hier soll selbst ein Wasserfilter. Ey, was? Da haben die aber ganz schön hier an den Einstellungen was gedreht. Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, ist wie es ist. Wir gehen zum nächsten. Vielleicht läuft uns ja noch mal so ein Hühnchen vor die Nase. Schauen wir mal. Irgendwas zu futtern finden wir hier noch. Na, das Haus ist es. Okay. Dann gucken wir noch mal. Das hat doch allein schon mal gelohnt. So, gucken wir mal, was wir hier hinten Schönes haben. Mal guck. Hallihallo. Noch jemand? Offensichtlich nicht. Mineralwasser ist doch auch nett. Also kann man sich nicht beschweren. Das Ding hier war doch ziemlich erfolgreich. Na, also man soll nicht denken, dass die einer Schwierigkeitsstärkenhäuser hier so... Ach, guck. Perfekt. Es ist dann gerade auch nicht mein Problem. Eigentlich meinte ich das da hinten auch noch. Oh, guck mal, das haben sie geändert. Früher konnte man hier nämlich genau nicht durch. Jetzt schafft man das. Finde ich gut. Haben sie gut gemacht. Musste man immer so eine Strebe wegkloppen. Das war voll nervig. So, einmal rum.
Nochmal schauen, den haben wir noch nicht. Nehmen wir alles mit. So, der Weg ist eh hier nach oben. So, und jetzt die schlafenden Zombies hier irgendwo. Die jetzt fieserweise hier irgendwo verstecken. Boah, das ist aber fies. Da bist du. Ich will gar nichts zu looten. Genau, da wartet mich der Nächste. Und der ist wieder zu doof, die Treppe hier hochzukommen. War früher schon so. Und du natürlich auch. Aber das ist nicht schlimm. Kann ich dich so auch direkt ummieten. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich eure Bekanntschaft machen durfte. Oh, eine schicke Hose. Mein Pfeil. Gibt es hier noch was Cooles? Naja. Gucken wir mal. Kann ich die Hose tragen? Welche? Ja komm, die sieht cool aus. Können wir zerlegen. Reichweite wird erhöht. Perfekt. T-Shirt, meine ich, habe ich. Ja, das sieht eigentlich schicker aus. Habe ich mir kein Wasser mitgenommen? Kann das sein? Naja, wer braucht schon Wasser? Oh, dann seht ihr nichts drin. Das ist mal was Neues, dieser Kleiderschrank im Bad. Macht auch irgendwie wenig Sinn, wenn man das mal so betrachtet. Aber gut. Muss ja nicht immer alles Sinn machen. Mal gucken, wo der nächste Zombie hier wartet. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass es hier ganz oft Maismehl gibt. Das, was früher echt, sag mal, verpönt war, also das habe ich eigentlich nie genutzt, wird jetzt zum Grundnahrungsmittel, sage ich mal, ne? Weil man es einfach aufgrund der Mechanik nicht mehr anders kochen kann aktuell. Ich habe zwar dann Fleisch und Eier, aber meinen schönen, wie sagt man, Eier mit Speck ist nicht mehr. Leider. Ich glaube, hier will mir wer Hallo sagen. Oh.